Diese Atmosphäre genießt du doch. Bine să se șunegă, dar vă să și ugra prin tot. E, brătoare, are să bine, brătoare. Are, brătoare, pus cu asta. Bate, direct, nu faci lume să... Bate! Bate, gai, cu tot take down, brătoare, brutale, mă. Bate, o să am zâmiată, brătoare. Absolut, da musst du besser aufpassen. Bate, o, mă, fanat, cu mură. Bate, ta, Kimura, easy season, nu sunt best problem. Aktivierst noch den Glow, den braunen Männer. Ich mache das nächste Best, wenn ich die Mutter, die Pau kontrollieren mit Pack. Pau kontrollieren mit. Dobre, dobre. Dobre, war wie sie sah. Bad, fast schon mit der Side Control. Er kontrolliert ihn von der Seite. Das macht er gut da auf dem Boden. Bat-o și-n takedown. Antoni se dava copele. Bat-i pacă în zemeață, brătule. Bat-i tipe Sikimu vlăznacă tupă. Bat-o îmi pus că necăv high kick. Front kick, brătule, glede sa. Bat-i sa direct cu double leg takedown, brătule. Își bat-o în zemeață, e tot bucură, brătule. Разбираш ли, при мен няма такива гаври, братле. Или се чук, или те чука, брат, ус. Ще не мога пуснам кои комбинации да ги. Бате, контрираме го. Скавам, бате. Бате, ще не мога... А, защо? Ще не мога да контрирам толкова добре. Уоу! Уоу! Alle brutal! Oh, shit, in cool, stay down, brutal! Brutal, to. Preis, ich guck, was muss ich sehen, ich mag ne Mark. Ja, man sieht, er hat Schmerzen, aber er kämpft sich auch diesmal wieder hoch. Da gab Punch and Clinch. Ja, und er bekommt ihn in den Teig Clinch. Ja, gutes Timing hier. Packen nach der Kombination. Yeah! Da kommt der Lecky. Vorwärts, ich bin noch ein Taktik. И знае какво ще прави. Бато, попълнете, бато, ще се дам! Бато, земята още не спъл, бъкле! Ма, вече му знам. Бат, аз вече съм го научил. Бърде, той се пита си и измъкне. Ма, защото съм много добър, но го пускам. Мале! Какъв хубав ground and pound! Аз се прави го убих! Право контрираме, защото сме много добри все пак. Бате, право контрираме, гледай какво става. Тоя матч е мой, въртле. Сега фашваме в топ маунта малко да го похарчим на още повече. Предикт. Не! Въртле! Seine Rechte findet hier ihr Ziel. Ah, die tat sicher weh. Oh, sie take down, Butler. Was, der take down ist nicht viel, nur ein bisschen. Ja, und wie? Leute, passt gut auf euch auf, die reißen dir gleich die Hütte ein. Oh, sie take down, Butler. Ja, brauchst du gut, wie man es gibt, die take down, Butler. So ganz so viele werden es nicht gewesen sein, aber man merkt schon, dass es eine Strategie ist, dass er sein Gegner... Los, sie take down, Butler. Take down, Butler. Браво го убивам! Лав десен! Лав десен круг! Ма тук той се обуса вече. Бато почваме малко да му играеме. То не знае какво случва с него. О, шърн апел! Mach nicht so. Nein, mach nicht so. Lauf dessen und pusken wir den Tobuku. Begen wir den Modulritten. Kontrollen wir ihn auch oben. Wir haben ihn auch kick. Begen wir, begen wir, begen wir. Und wir haben ihn auch kick. Begen wir, begen wir. Dobre, dobre, Matsch ist es da. Michael, wo bist du? Du bist auch froh. Ich kann auch mal wieder mal in den Schnocker. Като да бухаме до камера на земята, то може да се позволи. Пай от той пак е на земята!
keine große Überraschung hier, so kennen wir ihn. Паралелно свършва. Паралелно си го разметах на хаса, си съживаваме. Ето го този хубав тейкдаун, тук къде го фанах и го свалих. Се струших главата. Ето както бе. Тук още един хубав. The Black тейкдаун, както виждаме. Ето. И това сега тук на края на матча. Това направо и толкова бой не е ял майка му в живота, колко аз го бия. Добре, няма значение. Продължаваме с тейкдауните. Трябва малко да покая малко повече страйки, защото ние сме много повече към земята. Сега ще му кажем не. Той сега май ще рейч квитна. Май го отказахме. Не. Май го отказахме. Сега ще ходим да проверим. Е, братан. А, не сме го отказали. Не. Ще убегам от дърти, ще му каме просто не. Хайде. Не. Не. О, ди рехте ба штарк, аба цу унгенау. Не. Направо убиваме това. Не. Не. Wenn die rechte hat er alles reingelegt, aber ohne Erfolg. Не. Da setzt den kick zum Kopf. Ein Wunder, dass sein Gegner hier nach dieser Situation gegangen ist. Oh. Male. Не. Сега се един хубав неочакван хайкик. И той го блокира. Уоо, да блек тейк там, Мато, той пак пада много дърво на земята. И ние се изправяме. Той се отказва полека. Да, е стоит видя. Синглек тейк там, той го блокира, защото вече знае за това става прост. Знай ги моите мъконоси тейкдаун и пак можем да бъде! Ляв десо му пускаме и вече е отнесен, вече не контузаме. Хваляме го на земята, ако се пуска и нека да го ставим да се измъкне, пускаме го. Пускаме го с изломите, че е много добър, браво на нас. Направо спълно от игра, как си играе с курвичка. Спънахме и паднахме. И покава малко клинич. Не. То май не разбра, че нищо не може. Пускай му един хубав кик от тялото и почваме с смъртоносните комбинации, защото сме много добри. И го водиме и по стемина и по всичко. Имаме един хубав хайк и две куршета, едно ще близо другото на влиза. Почваме с малко хубаво от слона. Почваме много добри в тази игра. Един хубав фронт кик направо да го пристигне. Още един хубав фронт кик направо го пристигне. Още един хубав фронт кик. Той сега и той ще пуска, ма ние ще измъкваме. И не можахме да го свалим. Гута кик, аба цу он прецизе. Обаче нашия човек направо в момента си играме как си играме. Един хубав кик не сваляме. Ляв десен. Пашаме го отпуша и го сваляме на земята на Азов и Куртина. Да има един хубав. Ем хал фиг в тялото. Обаче той сваля нас да ни сваля. Той сваля нас да ни сваля сотово. Wieder einmal, möchte man fast sagen. Er ist wirklich eine Karte im Tick. Ja, und er schafft es erneut wieder hochzukommen. Буквално в момента с този си игра как ще поживае. Шена кик, да е стъка патрафа. Я, комбинират е тол сайна ангръпа, да си гуд аус. Искам да му вкарам един хубав хайки в главата, ама не ми идва апетюни тук. Е, сам идва, ама пак. О, шена панч,
gute Deckungsarbeit gegen diesen Ellbogenstoß. Oh, ein brachialer Ellbogen zum Kopf. Da, oh, schöner Kick zum Körper. Schöner Schlag, aber daneben. Er schafft es wieder auf die Beine zu kommen. Die Lücke am Kopf gesehen und den Kick perfekt gesetzt. Sie lösen sich. Sie gehen hier auseinander. Nur will er sich lösen. Ja, er geht auf. Ja, ja. Und auch diesmal kommt er wieder hoch. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Der Punch sitzt. Майки тази комбинация направо е ва майката. Вижте какво хубаво курше тук, как го сваляме с следващия раунд в тялото. Ето го този хубав момент. Аз направо си игра, сега как си игра с този хубав. Wir kommen in die dritte Runde dieses Titelkampfes. Der hat einen Cut an der Wand. Er zeigt uns eine schöne Kombination. Ah, herrlich, diese Schläge sind... Genau auf die Leber, da wird ihn schwarzen. Как ты видишь, что она прямо расстояет от тела в этом моменте. Gute Angriffe hier. Er landet auf der Matte. То есть пай на греблера. О, я хат сайн рекен. Он дер вексел зурек ин ди бэкмаунт. Шёне бевегунг, ди ар оф дем боден зайгт. Он видер зурек ин ди бэкмаунт. Und wieder kämpft er sich auf die Beine. Und da ist der nächste Takedown. Und da richtet er sich auf. Jetzt geht's gleich rund. Tom Meyer sieht nicht mehr so. Ja, er bearbeitet ihn am Boden. Ja, ja. Er ist wieder auf den Beinen. So, der Nota Ricard hat schon frei. Und wieder einmal holt er sich den Takedown. Großartig. Das haben wir ja schon so oft von ihm gesehen. Ja, ja, er ist wieder da. Da sehen wir eine schöne Knee-Kombo. Das tut ziemlich weh, selbst beim Zusehen. Ja, da musst du besser aufpassen. Du darfst dich ja nicht so von den Kniestößen überrumpeln lassen. So, der Körpertreffer raubt ihm die Luft. It doesn't knock out! Und da ist der Kampf vorbei. Направо, diesen Sieg hat er sich durch seine Aggressivität geholt. Er hat seinen Gegner komplett auseinandergenommen. Und da war klar, dass sich der Ringrichter das nicht länger anschaut. Und всякого. Schönes Bump. Bounce, der Punkt Lelling. Ну, упускаем рематч. Достаточно мы играем в самую стойку. Ну что, там и пись, когда играем топ-то за меня, братле. Достаточно мы играем на кого-то мышку. Черт, надо бы ремонт или фигуру. А это красивый фигбокс. Act like future, but they say they want a Lauren. The irony, ha, quit trying me. Okay, take me out the Barneys if you proud of me. Whoa, the way to go to Blizzard of McGleda. Und nun erwartet uns ein UFC-Kampf im Bantamgewicht. Was ist denn das hier? Ah,
Zwei exzellente Striker. Da wird sich der Kampf vermutlich eher nicht auf dem Boden abspielen. Glück, dass der Kick daneben geht. Oh, 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 der ging zum Körper. Da trifft er seinen Gegner hier mit dem Schlag. Sehr guter Schlag. Au, oh, harter Kniestoß. Aber er blockt ihn souverän ab. Oh, ein toller Kick hier zum Körper. Oh ja, das hat er klasse gemacht. Er schenkt seinem Gegner eine mit der rechten ein. Ja, und die hat gesessen. Sauberer Kick. Tolle Treffer sind das. Sehr variable Angriff. Oh, ein schöner Leckkick hier. Ja, sieht so aus, als würde er seinem Gegner hier das Bein zertrümmern wollen, oder? Mit letzter Kraft, so scheint es, landet er den Treffer. Ja, wirklich mit letzter Kraft. Deswegen zeigt er auch keine große Wirkung. Da ist der Körpertreffer mit dem Kick. Da ist die Kombination. Ja, ich glaube, sein Bein ist verletzt. Man sieht deutlich, dass er hinkt. Der Headkick geht daneben. Was für ein Kick zum Kopf, er ist genommen. Er kommt noch mal zurück, aber er sieht schwer angeschlagen. Starker Kick zum Kopf, er ist angeschlagen. Ein Punch zum Kopf, voller Treffer. Gute Angriffe hier. Gut gemacht und jetzt zuschlagen. Oh, oh, so richtig gut sieht er nicht aus. Aber er steht wieder. Schöner Treffer. Und hier der Kick zum Körper seines Gegners. Oh ja, der hat gesessen. Oh, oh, heftige Schläge von beiden Seiten. Er kommt wieder hoch, aber stabil sieht das nicht aus. Da landet sein Kick am Kopf des Gegners. Und der hat gesessen. Erstaunlich, dass er immer noch steht. Treffer jetzt zum Körper mit dem Kick. Da trifft er mit dem Kick. Macht er super hier. Guter Kniestoß hier von ihm. Ja, macht er gut. Herrlich, diese Kombination zum Kopf. Ja, da muss sein Gegner jetzt ordentlich einstecken. Mal sehen, ob er sich davon irritieren lässt. Sehr schöner Kick zum Bein. Oh ja, guter Treffer. Da war der Pass. Ja, überzeugendes Timing hier bei diesem Treffer. Ja, da war es hier wieder. Oh, da kämpft er sich mit der Schmerzen wieder hoch. Oh, super Kick von ihm. Voll ins Schwarze. Das war ein starker Treffer mit dem Kopf. Oh, yeah, yeah, yeah. Jetzt kämpfen sie mit offenem Visier. Sauberer Headkick. Der Punch kommt an. Ja, er bringt eine Kombination. Und da geht er zu Boden. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Kombination, sehr gut. Nur noch 20 Sekunden in dieser Runde. Die linke kommt an. Da zeigt er einen sehr
schönen Kick zum Körper. Ah, macht er sehr gut hier. Super Technik. Toller Kick. In diesem Treffer kommt es da zu diesem Niederschlag. Ab in Runde 2. Sehr guter Körpertreffer mit dem Kick. Klasse Punch. Ja, bleibt hier immer sehr variabel in den Angriffen und landet tolle Treffer. Ja, ja, schöne Treffer. Da trifft er schön mit seiner Rechten. Sehr schön gemacht. In die Rechte hat er alles reingelegt, aber ohne Erfolg. Schöner Kick. Da ist der Körpertreffer. Ja, die Rechte kommt nicht an. Er verpasst ihm eine gerade zum Kopf. Er bringt hier den Kick zum Körper. Da war das Timing heftiger Kick. Und er zeigt Wirkung. Oh, oh, schöner Kick zum Kopf. Oh, unsauberer Punch und daneben. Oh, der Kick tut weh. Wow, perfekter Kick zum Kopf. Den Punch abgeblockt. Was für ein Kick zum Kopf hier. Und das war nicht der erste. Ein Wunder, dass sein Gegner hier noch steht. Ja, keine Ahnung, wie er das macht, aber ich denke, das kann nicht mehr lange so weitergehen. Oh, 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 der Kick bringt ihn in Schwierigkeiten. Ja, das deckt auf. Da ist seine Gelegenheit zum Ground and Pound. Herrlich aufgerichtet. Ja, sie stehen beide wieder auf. Ja, 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 hängt er nicht so leicht weg. Der Schlag geht daneben. Oh ja, von dem Kick muss er sich erstmal erholen. Schöner Leckkick, Leckkick, starker Mann. Oh, jetzt artet es in eine wilde Prügelei aus. Oh ja, Sander kickt zum Bein. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Der nächste schöne Leckkick. Oh, schwerer Uppercut, aber knapp daneben. Oh, harter Wirbelstreffer zum Kopf. Oh, heftiger Körpertreffer. Das hält er nicht mehr lange durch. Er ist wieder auf den Beinen. Da muss sein Gegner hier den Kick zum Körper hinnehmen. Ja, da hat er nicht aufgepasst. Hat hier seine Deckung vernachlässigt. Oh, er hat auf der linken Seite eine Deckung. Und das ist der Niederschlag. Oh, was für großartige Kicks. Ja, der Kick sitzt. Die Möglichkeit, wieder aufzustehen. Er kann nicht mehr weitermachen. Klarer Fall, diese Leckkicks sind natürlich einfach zu hart. Da war sein Gegner einfach zu schwer am Bein verletzt, um den Kampf fortsetzen zu können. Und hier haben wir nochmal gesehen, wie wichtig auch eher unspektakuläre Technik wie Leckkick sein kann. Jetzt hören wir. Yeah.
Split play from Jose Aldo. Und nun erwartet uns ein UFC-Kampf im Bantamgewicht. Yo, guys, my name is Dancho. I'm the commentator of the match. Today we're gonna watch a fight, Petr Yan versus Jose Aldo. The referee said ready, ready, and the ball fighters are ready, and the match begins. They didn't touch blue Jones. Oh, Petr Yan disrespected Jose Aldo too much. He gave him three little punches, then a high kick. Jose Aldo conscious. Aber das Timing echt perfekt. Er hatte genau den the richtigen Abstand. Both are going to love this fight, like we see. But Petr Yan is a little bit more like. Ja, kombiniert hier verschiedene more. Techniken. Petr Yan kommt immer wieder durch. Da ist der Körper. Ich hätte hier bei Mike dabei. Aldo blockt den Haken ab. Ein heftiger Kniestoß zum Körper. Starker Punch. Gute Kombination, sehr gut. Ich habe Petr Yan nur das Pichelli vor dem Match. Starker Tritt zum Körper. Starker Haken! Ich würde sagen, Jose Aldo. Das ist Nike. Mega Action hier nach gerade mal einer Minute. Beide ergeben hier Vollgas, so wie sie es auch vor dem Fight angekündigt hatten. So darf es gerne weitergehen. Ja, sehr schöne Kombination. Ich würde sagen, da trifft er mit dem Kick. Jose macht er super Poche hier. Da ist der Kick zum Körper. Da muss er einfach besser aufpassen. Poche ist der Busch, ja. Das ist das Name, was er tut. Hier geht er nicht. Ja, schöner Kick zum Körper. Harte Punch ist von Mike. Ich will nicht sagen, ob du da Jose Aldo. Ich will nicht sagen, ob du da rief. Ja, Jose Aldo meist ist der Busch. Ich will nicht sagen, mit diesem Punch. Und dann schaut du Petr Mahu, wo du noch lange schaust. Körpertreffer mit dem Kick. Gott nicht udari. Er hält hier seinen Gegner mit vielen präzisen Treffern. Und wie präzise die Dinger sind. Der Wahnsinn. Jose Aldo jetzt in dieser Szene mit einem schönen Kick. Ja, das war ein knallharter Kick. Wir wissen ja, wie stark er da ist und wie gefährlich diese Treffer immer wieder sein können. Schöner Kick. Das ist ein passender Kick. Braun und Jose Aldo. Da war der Jeff wieder. Und Petr Yan ist gut. Der Jeff geht ins Leere. Почва да губи кондицията на мача. Майк Фил дроп! Гута книжто съм капа. Джо Сяло се стига в мусти. Гута линке, аба да не. Sauberer Kick zum Körper von Aldo. Petr Yan става доста агресивен. Wechselt hier immer wieder schön die Angriffe ab und landet tolle Treffer. Jose Aldo ist sehr gut kick an Petr Yan. Wir haben einen Kick. Auch ein Kick. Petr Yan trage ich ein bisschen mehr auf, dass er sich fasst. Das ist doch Jose Aldo, ich möchte nicht mehr prägen, dass er sich macht. Pack über die Kombination. Ich habe einen Full Kick. Schreibe mir Petr Yan ran. Wow, was für ein Backkick, Samo. Kogut po agresivem sada Petr Yan, toko poveće se da spoza Jose Aldo. Майк от такъв кик само. Това стил, каква кондиция, но не беше уцелен. Малък за две кик само. Той би изгледал пак. Лоу кик. Той беше чекнат. Лоу пъпъркът. Лоу кик. Unglaublich zielsichere Performance von ihm heute. Da war die schöne gerade Kopftreffer. Maiko! Wow, das ist die Kombination von Jose Aldo. Schöne Kombination. Ach, wie kann ich Jose Aldo diesen Match Petr Yan, wie kann ich diesen Match noch nicht nokautieren? Ich meine, es ist echt gut, ne? Und Jose Aldo hat schon gesagt, ти трябва да знаеш аз кой съм. Уау, каква стата комбинация! Какъв хайкик Джозе Аудо беше на контирен в този момент! Какъв комбек от Петр Ян, само да видим тук! Джозе Аудо му на пътката Ленина! Но Петр Ян се завръжда с хайкик! И Джозе Аудо му на контирен само с един хайкик! Това не е възможно!
Jetzt hören wir Bruce Buffer. War er можно? Wir freuen uns auf einen Kampf im Bantamgewicht zwischen TJ Dillashaw und José Aldo. Dobre. José Aldo se zmrzne. Strašno šibanje. Ne znam što je to. Auf geht's! I mač je počeo da ne gospoda. Nekaj da bi mi kodim... Der Jab geht ins Leere. Wechselt die Führhand. Sein Kick landet hier genau im Ziel. Boah, starke Technik. Gute Linke, aber daneben. Klasse gemacht hier von José Aldo. Bringt da einen krachenden Kick. Diese Treffer kannst du natürlich auch verteidigen. Da steckt so viel Power dahinter, das ist unglaublich. José Aldo. Sedi po sve dva mača, da. Mogu svi oni Loki kova razdala nešto. Er packt hier den Treffer hier, sehr variable Angriffe. Sehr guter Leckig. Mit der rechten Geraden erwischt von Aldo. Schön die Kombination angesetzt. Was geht denn hier ab, bitte? Beide Kämpfer hatten vor dem Fight angekündigt, von Beginn an Druck machen zu wollen. Und beide wollen ihr Versprechen. Er verpasst ihm eine gerade zum Kopf. Der Punch sitzt. Ah, der Jab geht daneben. Da trifft er seinen Gegner mit dem Leckkick. Und da steckt einiges an Wucht dahinter. Das bremst seinen Gegner auf jeden Fall etwas aus. Guter Haken zum Kopf von Aldo. Sehr gute Treffer, tolles Timing. Und zum Kopf. Gute Gerade von Dillashaw. Oh ja, was für eine Kombination. Da war der Jeff wieder. Dillashaw hat eine Verletzung am Bein. Man sieht, dass er hängt. Starker Inside-Leckig. Gute Kombination, sehr gut. Hat die Fisch gewirkt, ne? Gute Dillashaw. Ja, ja, schöner Leckig. Gerade. Ja, er bringt eine Kombination. Oh, das war ein starker Kick zum Kopf. Tut sie dir nicht ab, du. Wow, toll, Ball, der hat der Hoshi Fufon Kick. Was für tolle Punches. Tut sie dir nicht ab, oder wenn er so pizza steht, wie auch nicht so. Nicht so, ja, aber da putzt sich nicht, kocht sich das so pizza. Oder tut sie dir nicht, Oh, sehr, oder post, wie man post, ne? Oh, ein starker Kick, ja, schön, wie er den Kick da abhängt. José Aldo macht gut, landet immer wieder klasse Treffen. José Aldo Kaschiko von Dillashaw. Ja, jetzt kämpft er in der Rechtsauslage. Dillashaw bitte sehr. Linke gerade, aber daneben. Und hier der Kick zum Körper seines Gegners. Oh ja, der hat gesessen. Und bitte mit dem Backkick smartonosen, wenn er se получит, то и би. Ah, ist der Kick, ja. Jetzt geht es zur Sache. Aldo mit dem Fehlschlag. Die linke geht vorbei. José Aldo jetzt mit dem schönen Platz. José Aldo mit dem ersten Mal zum Kopf. José Aldo bäschen drauf, ne? José Aldo. Ja, der Ellbogen kommt an. Jetzt in der Stack-Guard. Oh, Zelda, du Puh.
Der kommt wieder hoch, aber stabil sieht das nicht aus. Dobre, mače podolžava v stojke, tak jak to vidíme, da nejde půjde. Ja, der Punch, ah, kein Treffer. Schöne Links-Rechts-Kombination. Von Ronaldo. Ronaldo kriegt einen neuen Wurzel von Mayer. Aber der Auto prallt. Sauberer Kick von Ronaldo. Lauf Westen. Dann muss ich so hoch machen. Er wechselt die Auslage. Wow, der Kopf über Backkick. So, die Backkick besser kontrollieren. Runde 1. Well, ground and pound. Good, good. Reduzieren. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Und er richtet sich auf. Aldo mit dem Strike. Well, ground and pound für Aldo. Aldo quasi führen. Noch 30 Sekunden. Diese Schatz ist möglich, nicht diese, diese Schatz ist möglich. Er kommt auch diesmal wieder hoch, aber er hat sich verletzt. Ja, und jetzt setzt er den Teilklinch an. Ja, und noch ein Kniestoß. Das schafft wieder einmal. Malika Kopf, Takedown, Samu. Und Jose Aldo. Das stimmt, ja. Ich will es schon sehen, dass Jose Aldo sich fragen, mal zu Ground and Pound. Der Kopf muss Ground and Pound und Jose Aldo. Schimmel ihn noch auf, Jose Aldo. Ja, man immer noch auf. Das ist das Ende der ersten Runde. Der Kopf über die Runde. Jose Aldo wurde die Jose Aldo schon so gut gemacht. Da ist der Kick wunderbar gemacht. Holt sich den Niederschlag. Er hat sich auf Kick und Gott. Er hat sich wohl die Falle mehr. Как тут выразим эти чьи? Ja, und das ist der Niederschlag. Вахубово хуже, это вот здесь подкрыт. Замаху до поспимя ТДЖ. Setz den Treffer und ja, das ist ein schöner Niederschlag. Пахо нашим лев десен на подкрыт. Тидж дивиша пак би падна. Runde 2 im Kampf. ТДЖ Dillashaw gegen Jose Aldo. Oh, gute Kombination. Ja, die linke verfehlt ihr Ziel. Was für ein grandioser Kick. Das hat er echt klasse gemacht. Gutes Timing. Aldo mit einem Haken, aber geblockt. Ah, da setzt er den Kick zum Kopf. Ein Wunder, dass sein Gegner hier nach diesem Tritt nicht zu Boden gegangen ist. Muss mein Gegner hier den Kick zum Körper hinnehmen. Ja, da hat er nicht aufgepasst. Das ist eine Deckung fanatisch. Er wechselt in die Rechtsauslage. Der linke Haken verfehlt sein Ziel. Oh, noch ein Schlag der Tippe. Er ist wirklich ein guter Boxer. Mehr als 136 Treffer hat Jose Aldo schon gelandet und zwar mit einer Treffer von 55 und Jose Aldo gegen TJ Dillashaw. Oh ja, was für ein fabelhafter Sweep. Wow. Dillashaw will jetzt den Rear Naked. Dillashaw so pido za Rear Naked Show. Dali ste bude Jose Aldo pristem. Как забыла, меня надо было хуже здесь. Er kämpft sich frei und kommt aus dem Rear Naked. Er versucht es mit einer Submission. Rear Naked, diese würde ich auch packen, Pizza. So, ja, okay. Ja, das macht TJ Diller schon natürlich gut. Er will die Submission. Sieht hier seine Chance und in Sachen Submissions ist er natürlich in einer Lücke. Was kommt der Auto, ich muss auf diesen Kopf packen. Da bekommt sein Gegner hier seine Rechte zu spüren. Ich denke, er hätte gern darauf verzichtet. Er nimmt den Oberkörper hoch. Oh, da muss er seinen Kopf besser schützen. Er schafft es wieder. Ja, er geht zu Boden. Was für ein Treffer. Oh, Zelda. Oh, Shading Spinning Back. Oh, ja,
Oh ja, Santa kickt zum Bein. Oh, da hinkt er ein bisschen, dann wäre sein Bein verletzt. Das sind tollgetimte Treffer, super. Oh, ein schöner Leckkick hier. Er sieht so aus, als würde er seinem Gegner hier das Bein zertrümmern wollen, oder? Er hat sich gut auf den Kampf vorbereitet, viel investiert und jetzt zahlt er sich aus. Das ist einfach super, wenn dein Plan für einen Kampf so aufgeht. Schöner Kick von Aldo. Das ist unglaublich, was die beiden alles auspacken. Stark ausgewichen. Da kam der Leg Kick. Oh, das ist unglaublich. Der Punch kommt an. Die linke gerade geht daneben. Da kann ich voll decken für Kozelovic. Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Guter Kick von Dillashaw. Und er fängt den Kick ab. Was für ein Kick. Er ist genommen. Der Schlag geht daneben. Der nächste Schlag, der nächste Treffer. Eine unglaubliche Präzision, die er da an den Tag legt. Heftiger Kick zum Bein. Und jetzt wollen es beide wissen. Ganz ein starker Kick auf die Leber. Er ist eindeutig angeschlagen. Und da ist der nächste Knockdown. Volltreffer. Immer so eine Präzision. Какой кубов нокаут у Хозе Алдо Само. Девят на дне, что вы хотите. И то до 100 кубов нокаут у Мендекер и Хаки. И Дизе Дереша был приключен. Тоже матч. Побе! Вон, не слышал? Jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Ian Levine's called a stop in this contest at 4 minutes, 24 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout, Jose Aldo Jr. Ja, wo man auch hinschaut hier, strahlende Gesichter nach diesem, ja, diesem fantastischen, nach diesem tollen Knockout. Ja, er feiert hier ausgelassen. Und ich denke mal, das wird heute noch eine lange Nacht.